Moin Leute, dies ist Zeit am Start und heute will ich auf eine sehr häufig gestellte Frage eingehen. Ich wurde immer wieder gefragt, wie ich diese indianisch angehauchten Outfits erstellt habe, beziehungsweise aus welchen Kleidungsstücken diese bestehen. Dabei handelt es sich um den klassischen Design-Indianer-Outfit, meinen Winnetouch-Outfit, welcher an Old Shatterhand aus Winnetou angelehnt ist. Und dann noch einen Indianer-Style-Outfit, welchen es auch noch zusätzlich in der Winterversion gibt. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Fangen wir doch als erstes mit dem klassischen Design-Outfit an. Hierfür braucht ihr nicht viel und das hier erfüllt meiner Meinung nach voll und ganz den Zweck. Es sieht auf jeden Fall extrem indianisch aus. Als erstes benötigen wir unseren indianischen Zopf. Dafür begeben wir uns einmal zum Barbier und wählen uns dort einmal Zopfseiten rasiert aus. Habt ihr euch jetzt die Haare frisiert, begibt ihr euch einmal nach draußen und öffnet eure Tasche. Unter Ausrüstung findet ihr jetzt einmal die Pomade. Und nun müsst ihr ganz einfach mit der Pomade interagieren und ihr werdet sehen, euer Charakter schmiert sich hier die Pomade in die Haare und daraufhin habt ihr dann schon einen indianisch angehauchten Zopf. Somit habt ihr schon mal Schritt 1 abgehakt und jetzt solltet ihr euch zur Garderobe begeben. In der Garderobe angekommen, scrollen wir einmal runter auf Hosen. Und wenn ihr euch jetzt damals den Outlaw Pass 1 gegönnt habt, dann habt ihr unter Hosen wahrscheinlich die Nosalida Hose freigeschaltet. Diese Hose gab es leider nur mit dem Outlaw Pass 1 und kann man auch leider nicht im Katalog kaufen. Hier blende ich euch noch einmal einen Ausschnitt aus dem Outlaw Pass 1 ein. Hier können wir sehen, dass wir die Nosalida Hose mit Rang 44 des Outlaw Passes freigeschaltet haben. Somit ist das hier auf jeden Fall eine exklusive Hose und somit wird das hier auf jeden Fall nicht jeder tragen können. Habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch diese Hose anzuziehen, dann tut es jetzt. Und weiter geht's mit den Stiefeln. Ich zeige euch diese als erstes einmal in der Garderobe. Unter Stiefel müssen wir einmal die Kotora-Stiefel anziehen. Habt ihr diese noch nicht, dann findet ihr diese im Katalog unter Stiefel. Dafür ganz einfach mal zum Schneider, dort auf Stiefel und dann einfach mal drei Seiten weiterblättern. Und dort habt ihr schon die Kotora-Stiefel. Diese kosten euch 71 Dollar und ihr benötigt die in diesem beige-blauen Farbton. Also habt ihr euch diese gekauft, auch einmal anziehen, dann noch dazu die Hose anziehen und einfach euer Oberteil ausziehen. Das bedeutet keine Jacke, keine Hemden, einfach Oberkörper frei. Und schon habt ihr Outfit Nummer 1, den Design Indianer Style Outfit fertig. Und weiter geht's zum nächsten Outfit. Und hier haben wir jetzt das Winnetouch Outfit. Wie ich schon gesagt habe, angelehnt an Old Shatterhand aus Winnetou. Hierfür begibt ihr euch einmal zum Schneider, geht am Katalog dran und wählt dort einmal die Arbeitsbekleidung und Fachausrüstung aus. Auf der nächsten Seite klickt ihr jetzt einmal auf Händler. Auf der darauffolgenden Seite wählt ihr jetzt einmal das Monterey Outfit aus. Jetzt müsst ihr euch das Outfit einmal in der braunen Farbe und einmal in der blauen Farbe kaufen. Pro Outfit werdet ihr hier 250 Dollar hinblättern müssen. Das bedeutet, ihr seid hier auf die Schnelle 500 Dollar los. Habt ihr euch jetzt beide Outfits gekauft, könnt ihr euch auch schon gleich zur Garderobe begeben. An der Garderobe angekommen, können wir schon gleich einmal an zweiter Stelle auf Rollenoutfits klicken. Dort suchen wir uns jetzt einmal den Händler Montreal Outfit aus und klicken dort einmal drauf. Daraufhin ziehen wir uns als erstes einmal Outfit Nummer 1, das in dem braunen Farbton an. Haben wir uns diesen angezogen, können wir dann wieder eine Seite zurückgehen zur Überschrift Vollständige Outfits. Und nun können wir hier einmal die Seiten weiter switchen. Auf der PlayStation 4 drücken wir dafür einmal die R1-Taste. Dann landen wir auf der Seite Oberkörperkleidung. Daraufhin drücken wir erneut die Taste und landen jetzt auf die Seite Unterkörperkleidung. Dort klicken wir dann wieder auf Monterey und wählen uns jetzt einmal die Farbe Braun aus. Beziehungsweise hier die rechte Farbe, das hellere Braun. Habt ihr euch diese Hose jetzt ausgewählt und angezogen, könnt ihr dann wieder komplett zurückgehen auf die Garderobenhauptseite. Dann gehen wir einmal runter auf Kopfbedeckung und ziehen hier unsere Kopfbedeckung einmal aus. Denn wir wollen ja, dass alle Leute unseren indianischen Zopf sehen.
Dann seid ihr auch schon mit Outfit Nummer 2 durch. Und weiter geht's zum nächsten Outfit. Outfit Nummer 3 ist unser Indianer-Outfit, welches am meisten Geld/Gold kostet. Ja, ihr habt richtig gehört, ihr werdet hier auf jeden Fall Gold investieren müssen. Aber falls ihr wissen wollt, wie ihr am einfachsten an sehr viel Geld und Gold kommen könnt, werde ich euch unten in der Videobeschreibung 2 Videos verlinken, natürlich auch oben rechts einblenden. Fangen wir doch als erstes einmal mit der Hose an. Bei der Hose handelt es sich um die Carver-Hose und diese gab es leider nur für einen kurzen Zeitraum in Red Dead Online. Entweder man hat sich diese Hose damals gleich gekauft oder man muss jetzt wieder eine Zeit lang warten, bis es diese Hose erneut im Katalog gibt. Seid ihr ein glücklicher Besitzer dieser wundervollen indianisch angehauchten Hose, dann solltet ihr diese auch gleich einmal anziehen. Und daraufhin begeben wir uns dann einmal zum Schneiderkatalog. Dort klicken wir einmal auf Kleidung, dann auf Oberteile und wählen uns gleich auf der nächsten Seite unser Stringham-Hemd aus. Dieser kostet euch 8 Goldbarren und diesen benötigen wir einmal am besten in diesem hellbräunlichen beigen Farbton. Diesen könnt ihr euch kaufen und dann wieder eine Seite zurückgehen. Auf dieser Seite klickt ihr jetzt einmal auf Stiefel und hier könnt ihr euch jetzt einmal die Brindle-Schuhe kaufen. Diese kosten euch 126 Dollar. Und diese am besten, damit das Ganze zum Farbton passt, auch hier in diesem bräunlichen Ton. Habt ihr diese Schuhe gekauft, könnt ihr euch jetzt wieder zur Garderobe begeben. Und an der Garderobe angekommen heißt es dann jetzt unter Oberteile einmal euer Stingray-Hemd anziehen und dann weiter zu den Hosen, dort einmal die Carver-Hose anziehen und dann einmal unter Stiefel die Brindle-Schuhe auswählen. Und dann habt ihr praktisch schon Indianer-Style-Outfit Nummer 3 fertig. Jetzt könnt ihr dem Ganzen noch einen winterlichen Touch verpassen und dann sieht ihr zusätzlich auch nochmal aus wie der Häuptling unter den Indianern. Dafür begibt ihr euch wieder zum Schneiderkatalog. Dort gehen wir dann unter Kleidung auf Mäntel und kaufen uns dann einmal den Toranka-Mantel. Dieser kostet euch 235 Dollar. Und hier gibt's dann noch meine Empfehlung, sich das Ganze in diesem bräunlichen Ton zu kaufen. Dann passt das Ganze auch zum Rest. Habt ihr euch diesen Mantel gekauft, könnt ihr diesen natürlich auch gleich einmal anziehen. Und dann heißt es eine Seite zurück und dann klicken wir einmal auf Kopfbedeckungen. Wenn wir unter Kopfbedeckungen jetzt 3 Seiten weiterblättern, finden wir dort einmal den Red Better Hut. Dieser kostet euch 6 Goldbarren. Und dort gibt es wieder meine Empfehlung, euch diesen hier zu kaufen in diesem bräunlichen Farbton. Habt ihr euch diesen gekauft, könnt ihr diesen natürlich auch gleich einmal anziehen. Und daraufhin seid ihr dann auch schon durch, euer Indianer-Style-Outfit Nummer 4 ist fertig und ihr könnt euch jetzt auch in die winterliche Gegend von Amberino begeben. Mich würde jetzt natürlich noch interessieren, ob ihr noch ein paar geile Indianer-Outfits habt, ob ihr noch einige geile Ideen habt. Diese könnt ihr mir über Instagram zukommen lassen. Ich würde diese abchecken, eventuell nachgestalten und dann wahrscheinlich in meinem nächsten Outfit-Video mit reinpacken. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auf jeden Fall meinen Instagram-Link. Design-YT. Ich hoffe doch, ich konnte jetzt den ein oder anderen weiterhelfen, einigen Leuten die Fragen beantworten. Seid nicht allzu traurig, wenn ihr diese Kleidungsstücke nicht habt, denn einige davon werden in nächster Zeit auf jeden Fall wieder zurück ins Spiel kommen. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Design.